Während der Corona-Pandemie ist es weltweit zu Versorgungsengpässen bei den gefragten Mikrochips gekommen. Sie werden unter anderem für die Herstellung von Autos und Smartphones gebraucht und gelten als Schlüsseltechnologie. Um die Produktion von Halbleitern in der Europäischen Union zu stärken und Unabhängigen von Asien zu werden, hat die EU-Kommission heute den sogenannten Chips Act vorgestellt. Dafür sollen rund 43 Milliarden Euro mobilisiert werden. IMEC ist eines der größten Forschungszentren für Nano- und Mikroelektronik in Europa. Hervorgegangen aus der Universität Löwen beschäftigt IMEC heute mehr als 5000 Mitarbeiter. Europa ist bei der Forschung vielfach Weltspitze. Doch bei der Produktion von Mikrochips hat die EU einen Marktanteil von gerade einmal 10% und ist abhängig von Asien. Europa darf nicht dabei zusehen, wie der Zug abfährt. Wir passen unseren Binnenmarkt an diese neue Realität der neuen Geopolitik, die man manchmal auch Wertschöpfungskette nennt. 2021 konnten weltweit mehr als 11 Millionen Autos wegen fehlender Mikrochips nicht gebaut werden. Die Lieferengpässe haben erhebliche Folgen für praktisch alle Wirtschaftszweige und könnten Experten zufolge bis weit ins nächste Jahr anhalten. Durch Zuschüsse und private Investitionen sollen in der EU nun 43 Milliarden Euro mobilisiert werden, 11 Milliarden für Forschung und Entwicklung, 32 Milliarden für die Produktion, um Lieferketten zu sichern. Das Mikrochip-Gesetz ist eine einzigartige Gelegenheit für viele kleine und mittlere Unternehmen, für gemeinsame Geschäfte, damit Europa als Ganzes profitiert. Europas Weltmarktanteil soll bis 2030 auf 20% steigen. Ein ehrgeiziges Ziel, denn Investitionen in USA und Asien übersteigen die europäischen Planungen bei weitem. Allein die chinesische Regierung subventioniert die Industrie mit 17 Milliarden Dollar jährlich. In ganz Europa sind die Energiepreise stark gestiegen. In Großbritannien haben sich in diesem Jahr die Preise für Strom und Gas sogar verdreifacht. Teile der Bevölkerung wissen nicht mehr, wie sie das bezahlen sollen. Sie müssen aber heizen, da die Dächer und Fenster vieler Häuser nur über eine unzureichende Dämmung verfügen. Oh, bonus. Hier bleibe ich immer eine Weile stehen, wenn ich Teewasser koche. Das ist schön, ein bisschen Wärme. Bei Diane Skidmore in der Wohnung ist es ziemlich kalt. Umgerechnet 50 Euro hat sie im Monat von ihrer Rente als Budget für Strom und Gas. Das schöpft sie voll aus. Jetzt explodieren seit Wochen die Energiepreise und sie musste eine Entscheidung treffen. Die Heizkosten sind bei mir um 50% gestiegen. Das kann ich nicht bezahlen. Ich stelle jetzt die Heizung für eine halbe Stunde am Tag an. Das muss reichen. Und den Rest des Tages ziehe ich einen Pullover an oder werfe eine Strickjacke über. Klagen wolle sie nicht, sie sei stark genug, um das durchzuhalten. Auch wenn es ungemütlich sei und sie deshalb kaum noch jemand besuchen komme. 30 Minuten heizen, immerhin für den Moment bringt es etwas Wärme. Ich habe hier ein Raumthermometer. Jetzt sind es 16 Grad, das ist gut. Draußen sind gerade 10 Grad, warm zum Glück. Später wird es hier drin auf 12 Grad runtergehen, vielleicht auch noch weniger. Im Vereinigten Königreich ist es nicht so einfach, wenn man es warm haben will. Der Gaspreis ist hoch und auf der Insel heizt fast jeder mit Gas. Es wird noch ungemütlicher für etwa 22 Millionen Haushalte. Ab April, so die Ankündigung, gehen die Energierechnungen noch weiter in die Höhe. Großbritannien hat es verschlafen, für Krisenzeiten besser gewappnet zu sein. Wie hier vor der Küste Schottlands liegen eigene Gas- und Ölreserven. Mehr als die Hälfte aber muss aus dem Ausland eingekauft werden. Und das oft kurzfristig. Ross Donnan vertritt die Energiebranche und räumt ein, dass das die Preise hochtreibt. Viele Unternehmen haben ihr Gas weit im Voraus bestellt. Das ist billiger. Aber nicht genügend. Nun müssen sie einiges zum teureren Tagespreis kaufen. Wir buhlen mit vielen Ländern um zum Beispiel flüssiges Erdgas. Der Meistbietende gewinnt oft. Die Gasversorger müssen mehr bezahlen und damit auch die Verbraucher. Regelmäßig kommen Schiffe mit Flüssiggas beladen, wie hier nach England. Je nach Bedarf, denn es fehlt auch an Speichern, um auf Vorrat zu kaufen.
In den vergangenen Jahren haben wir es in Großbritannien versäumt, in Speicher zu investieren. Wenn wir die jetzt in Zeiten hoher Nachfrage hätten, ja, dann könnten wir die Preisdynamik sicher besser abfedern. Und dann wird ja auch noch unnötig viel geheizt. Großbritannien hat einige der ältesten und durchlässigsten Häuser in Westeuropa. Wärme entweicht durch Fenster, Wände, Türen. Auch bei David Redeker. Der Deutschbrite hat so ein typisches britisches Haus gerade für sich und die Familie gekauft. Es zieht wie Hechtsuppe. Wir wohnen eigentlich nur oben. Da ist es wärmer, weil die Wärme hochsteigt. In der Küche wird es nicht warm, da haben wir Jacken an oder stellen uns neben eine Heizung. Energie kostet David 3.000 Euro im Jahr. Er will deshalb sanieren, mit dem Rat von Architekten. Man kann es mit der Hand fühlen, da zieht es durch. Ja, ich würde sagen, mit den Fenstern heizen sie ungefähr ein Drittel ihrer Wärme nach draußen. Es wird allerdings teuer, alle Fenster müssen raus. Das Haus braucht Dämmung und Förderprogramme gibt es für Eigentümer nicht in Großbritannien. Die Regierung zeigt schon seit Jahren wenig Interesse. Auch deshalb geht, wie hier, teure Energie vielerorts flöten. Einige Leute, die etwas wohlhabender sind, können es sich leisten zu sanieren. Die meisten anderen aber hätten zwar gerne ein gut isoliertes Haus, können es aber finanziell nicht stemmen. Anders als die meisten wird David das Projekt trotzdem angehen. Ich kann es mir zum Glück leisten. Wir wollen eh noch renovieren und es wäre ökonomisch dumm, es nicht mitzumachen. Die hohen Energierechnungen machen nahezu allen Briten zu schaffen. Die Regierung sah sich unter der Woche gezwungen zu reagieren. Eine Steuer wird leicht gesenkt. Vor allem aber finanziert sie Rabattgutscheine für Energierechnungen. Das Geld muss aber zurückgezahlt werden. Ohne unser Handeln würde es unglaublich schwer werden für Millionen Familien. Wir helfen, damit sie mit den Kosten klarkommen können. Einen Rabatt, den sie später zurückzahlen muss, Diane hilft das nicht. Das Geld hat sie weder heute noch in ein paar Monaten oder Jahren. Das ist alles nicht richtig. Wir sollten nicht frieren. Wir sind doch ein modernes Land, ein reiches Land. Ich verstehe nicht, warum sie sich nicht vernünftig kümmern. Es wird notgedrungen kalt bleiben in ihrer Wohnung.